Hallo zusammen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mal über den eigenen Einflussbereich reden und was Moral und Gewissen betrifft, Näheres beleuchten. Also, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo wir sehr herausgefordert sind in vielerlei Weise. Und wir werden oft abgelenkt und driften in unseren sogenannten Interessenbereich ab und vergessen oft unseren Einflussbereich, also den Bereich, wo wir direkten Einfluss drauf haben. Und wir lassen uns auch von Dingen, die unseren Interessenbereich betreffen oder unseren potenziellen Bereich, also einen potenziellen Bereich betreffen, der uns irgendwann mal direkt betreffen könnte, der also in unseren Einflussbereich irgendwann mal potenziell abstrakterweise eingreifen könnte. Wir lassen uns von diesen Dingen viel zu sehr ablenken. Und wir müssen wieder zurückkommen auf unseren Einflussbereich. Das heißt, wir müssen schauen, was ist direkt vor meiner Nase? Was sehe ich hier? Was kann ich im Kleinen bewirken und Gutes tun? Und wenn jeder Mensch versucht, diesen Einflussbereich zu stärken und, wenn er ihn gestärkt hat, sich auf ihn zu beziehen und ihn vielleicht sogar auszuweiten, dann ist der Situation, in der wir gerade drinstecken, schon viel geholfen. Also dann haben wir im Kleinen angefangen, eine Einflussmöglichkeit, die wir uns normalerweise nie vorstellen könnten. Wenn wir so Dinge sehen, die gemacht werden, die entschieden werden, dann haben wir oft das Gefühl, machtlos zu sein. Wir haben ein Ohnmachtsgefühl. Und jetzt müssen wir überlegen, unser Einflussbereich ist immer da. Wir sind immer souverän in unserem Einflussbereich. Wir können immer entscheiden, was wir in unserem kleinen Bereich, der vor unserer Nase ist, tun. Wir sind also der kleine Souverän in unserem kleinen Königreich sozusagen. Wir sind gar nicht so ohnmächtig, wie wir immer denken. Wir lassen uns nur in unseren Interessenbereich reinziehen, leider. Und das ist auch das Ziel von Politik und Medien, uns da aus unserem Einflussbereich rauszuziehen, aus unserer Eigenverantwortung rauszuziehen, damit wir denken, wir können sowieso nichts tun und dann im Endeffekt auch nichts tun. Und wir vergessen oft, dass im Kleinen Dinge begonnen werden, die viel mehr Einfluss haben, wenn man sie kumuliert, also wenn sie zusammenkommen. Viele Dinge im Kleinen bewirken etwas Großes, auch energetisch. Es gibt ja nicht nur unsere materielle Welt, sondern es gibt auch unsere spirituelle, energetische Welt. Und das war früher mal ein Hirngespinst. Man hat gesagt, ach, das sagen doch nur die Esoteriker oder die Spinner. Aber die Quantenphysik hat es mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass wir hier auch energetisch auf der Quantenebene miteinander verbunden sind. Und wenn jeder seine Souveränität wiederentdeckt, seine Eigenverantwortung, dann können wir viel, viel, viel bewirken. Und jetzt will ich noch ein bisschen zu Moral und Gewissen kommen. Jeder hat ein Gewissen oder ein Gefühl, wo er sagt, hier ist etwas, wo ich sage, stopp, es reicht oder über diese Grenze kann ich nicht gehen. Und das muss er immer abwägen mit den Konsequenzen in der Welt, die, wenn er nach seinem Gewissen handelt, auf ihn zukommen würden. Und das ist eine schwere, schwere Entscheidung, denn wir werden durch diese äußeren Einflüsse, die dauernd auf uns einprasseln und diese Informationen, gerade auch in der jetzigen Zeit, die einfach im Minutentakt kommen und diese Verwirrung, die gestiftet wird, werden wir von unserem Gewissen entfernt. Wir werden von unserem Gewissen weggezogen, von unserer inneren Tiefe, die wir oftmals nicht mehr spüren. Wir spüren irgendwie an der Oberfläche, dass irgendwas nicht stimmt oder vielleicht auch ganz tief im Magen so ein Gefühl, irgendwas passt hier nicht, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Wir sind aber durch die Oberfläche, das wird so runtergedrückt, dass wir gar nicht erkennen können, in welche Richtung will denn mein Gewissen, was ist mir meine Gewissensentscheidung wert, was bin ich bereit zu akzeptieren und welches Risiko bin ich auch bereit einzugehen. Und wenn wir wieder versuchen, unserem Gewissen wieder zu vertrauen, unserem Gefühl wieder mehr zu vertrauen,
dann kommen wir auch mehr zu dieser souveränen Entscheidung zurück. Unser Gefühl sagt uns sehr oft, was ist richtig, was ist falsch. Und wenn wir sehen, dass etwas falsch ist, dass man etwas nicht verantworten kann, dann hat jeder selbst die Entscheidung zu treffen, wonach geht er. Und wenn viel mehr Leute mehr zu dem Gewissen zurückgehen würden, dann hätten wir auch eine Welt, wo die Menschen in Eigenverantwortung menschliche Entscheidungen treffen und wo nicht abstrakte Institutionen, die ja vielleicht ja, in unserer kapitalistischen Welt sehr stark unter Druck gesetzt werden können, ich formuliere es mal so, dass die nicht irgendwelche Entscheidungen treffen, die nichts mit einer Menschlichkeit zu tun haben. Und wir müssen zurück zur Menschlichkeit, wir müssen da zurückgehen und wir müssen uns entscheiden, wo wir stehen und was wir tun und was wir bereit sind zu riskieren. Und ich bin ein großer Verfechter davon. Ich sage immer, das Leben ist intelligent. Ich vertraue dem Leben. Und wenn mein Gefühl mir sagt, ich muss etwas Bestimmtes tun oder kann etwas anderes nicht tun, dann weiß ich, dass ich mit diesen Konsequenzen, die vielleicht in der realen Welt auf mich zukommen, leben kann und dass das Leben mich dahin führt, wo ich auch hingehen soll. Das Leben führt mich dahin, wo meine Entwicklung, wo mein Potenzial am besten ausgeschöpft werden kann. Und wenn eine Entwicklungsphase vorbei ist, dann führt mich das Leben in eine nächste Phase, die mich noch mehr wachsen lässt und noch mehr stärkt. Aber dazu muss ich meinem Gefühl vertrauen und dazu muss ich auch bereit sein, Risiken einzugehen. Das geht nicht, indem man sich wegduckt, die Augen zumacht und sagt, so, ich habe Angst vor dem und dem und dem und wenn das passiert, dann könnte das passieren und dann passiert das und dann dann bin ich unglücklich und sitze auf der Straße oder was auch immer. Wir müssen diese Abstraktion in unserer komplexen Welt führt uns niemals zum Glück und niemals zu Wachstum und niemals zu Menschlichkeit und niemals zu Empathie, sondern das bringt uns von den ganzen Sachen weg. Das führt uns zu einer Gesellschaft, die immer mechanischer wird, die immer kontrollierter wird, die immer mehr weggeht von der Natur und letztendlich zerstört es uns auf eine gewisse Art und Weise. Und ja, das sind meine Gedanken zur jetzigen Situation und ich glaube, die jetzige Situation fordert uns alle extrem heraus und jeder wird zurückgeworfen auf sein, jeder empfindet Schmerz, Leid, Hass, Angst, Wut. Egal, wie er über Dinge denkt, jeden tut diese Situation ins Feuer zurückwerfen. Und jeder muss jetzt seinen Charakter vielleicht sogar neu schmieden. Jeder muss vielleicht sein Weltbild jetzt über Bord werfen. Jeder muss den Mut haben, vielleicht auch die Weltbilder zu hinterfragen und seine Identität auf einer gewissen Ebene zu verlieren, damit wir eine neue Welt aufbauen, die uns alle, unsere Kinder, unsere Mitmenschen, unsere Natur respektiert und ja, die uns wieder eint. Und ja, das ist ein großes Anliegen von mir und es ist eine schwierige Zeit, aber ich bin mir sicher, wir kriegen die alle gemeinsam hin. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Zeit gebraucht wird, weil es so lange lief so viel falsch und diese Zeit, die wir jetzt haben, die wird gebraucht, die ist energetisch gebraucht. Es muss erst richtig schlimm werden, damit die Leute verstehen, was in ihrem Leben, wo sie sich selbst belogen haben und wo sie abgeschnitten wurden von ihrer Menschlichkeit, um sie dann wieder zurückzuholen und wiederzufinden. Und ja, dazu ist diese Zeit notwendig, deswegen sehen wir es als notwendiges Übel und machen wir das Beste draus und ja, seien wir mutig. Bis zum nächsten Video.